Hallo, ich bin's mal wieder, der Jens von Optionsstrategien TV, und im heutigen Video geht es um das sogenannte Put-Call-Ratio. Was das ist, ob das Sinn macht, ob das Blödsinn ist, gleich im Video. Put-Call-Ratio, oftmals auch abgekürzt einfach mit PCR. Was ist das? Das ist im Grunde genommen eine Beobachtung, die man sowohl intraday als auch am Ende des Tages anstellen kann. Und hier wird nichts anderes gemacht, als dass man die Anzahl der gehandelten Puts ins Verhältnis zu den gehandelten Calls setzt. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Also angenommen, während einer Handelssitzung würden jetzt insgesamt 100 Puts gehandelt und es würden 200 Calls gehandelt. Wenn mehr Calls gehandelt werden als Puts, dann würden wir sehen, aha, das ist also eine sehr, sehr bullische Stimmung, weil wenn die Marktteilnehmer mehr Calls als Puts kaufen, dann ist klar, dann ist das, passiert das nicht aus Absicherungsgründen, sondern weil man an der Rallye teilhaben will. Und dann wird man also einfach rechnen, 100 durch 200, also 1 durch 2 ist gleich 0,5. Umgekehrt würden jetzt beispielsweise 200 Puts gehandelt, dagegen aber nur 100 Calls, also doppelt so viele Puts wie Calls, dann kämen wir 2 durch 1 kämen wir auf 2,0. Das wäre also sehr, sehr bärisch, sehr, sehr negativ, und das könnte uns dann als Kontraindikator dienen. Hätten wir hier eine Zahl von 1, also das Put-Call-Ratio von 1, dann wüssten wir, okay, genauso viele Puts wie Calls wurden gehandelt. Wie kann man das jetzt nutzen? Es gibt Daytrader, die nutzen das, indem sie diese Zahlen einfach intraday mitlaufen lassen und dann immer schauen, wenn es sehr niedrig ist, das Reading, also zum Beispiel jetzt hier 0,5, dann haben wir eben viel Optimismus im Markt. Ich persönlich habe für meinen Handel herausgefunden, dass diese sehr niedrigen Zahlen eigentlich nicht viel nützen, weil man nicht unbedingt weiß, warum diese Calls gekauft werden. Das kann ja aus verschiedenen Gründen sein. Es gibt viele Institutionen, die Covered Calls machen und so weiter. Das heißt, man kann das nicht so richtig nachvollziehen. Was man aber sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist, wenn plötzlich sehr, sehr viele Puts gekauft werden. Und wir wissen ja alle, was passiert, wenn der Markt nach unten geht, dann fangen die ersten an, hier oben ängstlich zu werden, und nach unten werden es dann immer mehr, ne? So. Und wir wissen doch auch, wo sind denn die meisten Leute ängstlich? Die sind ja nicht hier oben ängstlich, sondern die sind nahe dem Tief ängstlich. Und deswegen lohnt es sich zum Beispiel auf End-of-Day-Basis, sich diese Zahlen mal anzuschauen, auch mal zu schauen. Man kann das auf der Seite der CBOE, wir verlinken das mal hier unter dem Video, kann man das täglich nachvollziehen. Wenn wir große Werte sehen, und ich persönlich habe für mich so als Wert genommen 1,40. Also wenn wir sehen, dass 40% mehr Puts als Calls gekauft wurden, sowohl intraday oder auch am Ende des Tages, dann befinden wir uns in der Regel in der Nähe eines Bodens. Das heißt also, dann ist so viel Angst im Markt, dann ist so viel Panik im Markt, dass eigentlich alle, die verkaufen wollten, schon verkauft haben. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn ihr mal so ein Put-Call-Ratio seht von 1,4, dass ihr dann sofort long in den Aktienmarkt reinrennen müsst oder sofort Calls kaufen müsst oder sonst irgendetwas. Aber es ist so ein kleines Mosaiksteinchen, was uns zeigt, dass in einer Abwärtsbewegung sehr, sehr viel schon gelaufen ist. Und wenn man das noch mit ein paar anderen Dingen kombiniert, dann kriegt man es eigentlich sehr gut hin, immer relativ in der Nähe der Tiefs zu kaufen. Zumindest ist es ein absolutes Alarmsignal, wenn wir hier sehen, dass der Wert auf 1,4 oder sogar höher geht. Ich selbst habe es einmal gesehen, da ist er auf 1,9 gegangen, und wir blenden mal einen Chart ein. Ich drucke mir das dann immer aus, wenn solche Extremwerte da sind, und dann kann man sich das hier entsprechend mal anschauen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Das Put-Call-Ratio ist also das Verhältnis zwischen gehandelten Puts zu gehandelten Calls. Wir wissen nicht, ob die gekauft oder die müssen ja gekauft und verkauft sein. Wir wissen, jeden Optionskauf steht ein Optionsverkauf dabei. Niedrige Werte unter 1 signalisieren, dass mehr Calls gekauft wurden. Hohe Werte signalisieren, dass mehr Puts gekauft wurden. Und wenn wir sehr, sehr hohe Werte haben, über 1,4 oder 1,4 aufwärts, dann signalisiert das in der Regel, dass wir in der Nähe eines Bodens im S&P 500 sind. Und das kann man sehr, sehr gut als Optionsverkäufer oder auch als Trader allgemein nutzen. Das war's für heute. Immer daran denken, wenn wir traden, wenn wir Optionen verkaufen, dann nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin.
Servus, bye bye.